Hallo von der Blower-Door-Tagung. In der Schweiz werden Blower-Door-Messungen nach ISO 9972 ausgeführt, in Deutschland noch nicht. Warum eigentlich? Bei uns ist immer noch die DIN EN 13829 maßgebend, weil die in der NF steht, in der Energieeinsparverordnung. Und bis zur Novellierung der NF wird die wahrscheinlich, oder ist die noch gültig. Danach wird wahrscheinlich auch diese ISO 9972 bei uns als Messnorm etabliert werden. Ändert sich denn etwas? Eigentlich gar nicht mal so viel. Viele reden im Moment über diese neue Norm und was da alles anders ist, aber ich kann so viel eigentlich gar nicht feststellen. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich überhaupt, wenn man Messungen macht, mit der Norm, wie sie auch immer heißen mag, auseinandersetzt. Und wenn man die 13829 mal so einigermaßen verinnerlicht hat, wird man da keine großartigen Neuigkeiten feststellen. Wichtig ist vielleicht zu wissen, diese 9972 gibt es schon länger als die 13829, die war nämlich vorher auch schon mal da. Wieso wurde sie dann gekippt? Das kann ich gar nicht sagen. Es wird irgendwann das Ganze überarbeitet, floss dann in diese 13829 und die galt jetzt seit 2000 und wurde jetzt zurückgezogen und mit der neuen Norm was Neues etabliert. Du hast ja gerade gesagt, man sollte sich schon mit der Norm beschäftigen, nach der man misst. Eigentlich ist es doch selbstverständlich, oder? Aber trotzdem reist du die ganze Zeit umher und hältst Vorträge über langweilige Normen. Das Thema ist, dass alle schreiben rein, also in der NF ist ja Bezug genommen auf diese 13829. Das heißt, es ist ganz klar definiert, die Messung muss nach einer Norm stattfinden und was genau da drin steht, das gilt sich eben anzugucken. Ich weiß, dass viele einfach nicht das ausführen, was in der Norm da drin steht. Und klar ist es wichtig, dass man das weiß und dass man das auch richtig macht, weil man macht sich natürlich auch angreifbar. Okay, dann vielen Dank. Also auch wenn es sich langweilig anhört und sicherlich auch ein bisschen trocken ist, beschäftigen Sie sich mit Normen. Mehr Infos dazu auch in Kürze im ProKlima-Blog. Keiner glaubt sich das, was du dir sagst. Ja, und du? Holger, wenn du noch einmal machst. Das ist so blöd. Ha 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 ha!